Hallihallo und herzlich willkommen hier bei Floros Keto World bei einem neuen Kochvideo. Und heute machen wir etwas super Praktisches, was sich sehr vielseitig einsetzen lässt und was du vielleicht sogar schon das ein oder andere Mal auf Social Media gesehen hast. Ich persönlich habe es noch nie ausprobiert, deswegen freue ich mich total, das heute jetzt mit dir zu testen. Und zwar ist die Rede von Cloud Bread Wolkenbrot. Also super fluffig soll das sein und unglaublich vielseitig, weil du kannst es als Sandwichbrot nehmen, du kannst es aber auch in der süßen Variante einsetzen. Und ich freue mich jetzt total, das auszuprobieren, weil vor allem brauchen wir nur ganz, ganz wenig Zutaten, nämlich nur Eier und Frischkäse oder auch, hier nehme ich eine vegane Alternative, nämlich einen Kokosjoghurt. Und ja, es steht und fällt eigentlich mit dem Eischnee. Das heißt, wir müssen wirklich gucken, dass wir den Eischnee möglichst gut aufmixen, damit eben das auch richtig schön fluffig wird. Und damit starte ich jetzt einfach mal direkt. Als erstes geht es darum, dass wir die Eier trennen. Das kommt jetzt erstmal zur Seite und jetzt werden die Eier aufgeschlagen. So, das hat jetzt wirklich ungefähr die doppelte Menge an Volumen aufgenommen. Es ist jetzt sehr gut steif geschlagen und das ist auch ultra wichtig, denn als nächstes mischen wir jetzt das Eigelb mit dem Kokosjoghurt. Ihr könnt natürlich auch Frischkäse nehmen. Eignet sich auch sehr gut, damit wir hier ein bisschen noch eine cremige Komponente mit reinbekommen. So. Gut verquirlen. Und jetzt kommt auch der aufgeschlagene Eischnee hier mit rein, wird aber ganz vorsichtig nur untergehoben, damit wir wirklich auch diese fluffige Konsistenz beibehalten. Und ihr seht, aus drei Eiern kriegt man jetzt wirklich ordentlich was raus. Das werden dann wirklich wie so Sandwichbrötchen, Burgerbrötchen, was auch immer ihr damit machen wollt. Und das Ganze jetzt vorsichtig unterheben, ohne dass das zu sehr in sich zusammenfällt. Also wichtig ist halt wirklich, dass wir diese wolkige Konsistenz beibehalten. Perfekt, ihr seht, das ist schon richtig, richtig fluffig geworden. Und jetzt brauchen wir ein mit Backpapier belegtes Blech. Und da kommen jetzt quasi solche kleinen, ja, was soll ich sagen, ich mache wie so kleine Taler irgendwie drauf, je nachdem, wie groß ihr die haben wollt. Aber genau, so muss es dann aussehen. So. Und noch ein bisschen Sesam obendrauf. Und das Ganze schieben wir jetzt in den Ofen für etwa 10 bis 15 Minuten, bis die schön gebräunt sind. Und dann können wir sie auch schon verzehren. Ja, da muss ich jetzt sagen, da bin ich jetzt selber ziemlich überrascht. Wow. Die sind ja mal fluffig geworden. Ey. Wahnsinn. Schauen wir uns gleich mal an. Die werden jetzt noch ein bisschen in sich zusammenfallen. Das ist einfach ganz normal. Die sind jetzt sehr aufgegangen, auch im Ofen. Und am besten jetzt mal die abkühlen. Und dann kann man die wirklich einfach wie so ein Brötchen belegen. Sehr, sehr fluffig auf jeden Fall und super, super praktisch. Lass die jetzt auskühlen und dann werde ich die mir mal lecker belegen. So, natürlich mache ich auch mit euch den Geschmackstest und zwar werde ich mir das hier jetzt mal mit Erdnussmus oder Mandelmus ist das genau mal belegen und dann mal testen, wie das Ganze denn schmeckt.
Ich glaube ja eher, das ist jetzt dann eher eine süßere Variante, aber ich glaube, herzhaft ist das auch super praktisch. Bestreichen lässt sich das nicht ganz so gut. Ich glaube, dass man das eher mit Käse oder so belegen muss dann, genau. Aber wir testen das jetzt mal, wie das denn schmeckt. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr fluffig. Aber sehr, sehr lecker. Also es steht und fällt auch mit dem Belag. Wenn man einen leckeren Belag hat, dann kann man das wirklich unglaublich gut für alles Mögliche einsetzen. Hält, was es verspricht. Auf jeden Fall sehr wolkig.